Zurück zur Normalität, das wünschen sich offenbar viele Ägypter. Beim Verfassungsreferendum stimmen laut Staatsmedien mehr als 90% der Teilnehmer für die neue Verfassung des Landes. Das Referendum soll auch den Weg für Parlaments- und Präsidentschaftswahlen bereiten und so ein halbes Jahr nach dem Sturz des islamistischen Staatschefs Mohamed Mursi die Rückkehr zur politischen Stabilität ermöglichen. Tod und Blutvergießen, das ist alles, was wir erlebt haben, nichts Gutes. Deshalb sind wir gekommen, um mit Ja zu stimmen für die Stabilität des Landes, damit sich der Tourismus und die Wirtschaft entwickeln können. Doch das Land bleibt tief gespalten. Gegner der neuen Verfassung haben den Urnengang demonstrativ boykottiert. Die umstrittene neue Verfassung enthält Fortschritte bei Bürger- und Frauenrechten, stärkt zugleich aber auch die Sonderstellung und den politischen Einfluss der Armee. Jeder Ägypter, der sieht, was auf den Straßen passiert, muss tun, was richtig ist. Solange Blut fließt und es Unterdrückung gibt, kann ich nicht an einem Referendum teilnehmen, das den Leuten Macht verschafft, die mich auf der Straße töten würden. Ein Referendum, das ihnen wieder einmal die Lizenz zum Töten und Unterdrücken gibt. Als Sieger der Abstimmung darf sich Armeechef Abdel Fattah al-Sisi fühlen. Er ist seit Mursis Entmachtung der starke Mann Ägyptens. Er hat bereits angekündigt, für die Präsidentenwahl zu kandidieren, wenn das Volk dies wolle.